Hallo Leute, ich bin hier auf der Boot in Düsseldorf. Das ist eines der größten maritimen Messen in Europa. Und ich werde gleich mal reingehen und ihr könnt dabei sein. Und wir schauen mal, wen wir da so treffen und was wir da für tolle Sachen entdecken. Und ihr könnt mich den ganzen Tag begleiten. Also, los geht's, wir gehen rein. Also ich bin ja noch am Überlegen, ob ich dieses Boot oder doch lieber dieses dort hinten. Welches gefällt dir mehr? Also da habe ich mehr Kapazität für meine Crew, aber das ist natürlich etwas schneller im Wasser unterwegs. Muss man abwägen. Tobias, ich grüße dich. Hey, schön, dich hier zu sehen. Ja, du, ich habe hier deine Boote gesehen und Aluminiumhull. Das würde mich brennend interessieren, was da die Vorteile sind und wie wir da mal mehr Informationen drüber kriegen. Weil ich höre es ja immer mehr, dass Aluminiumboote kommen und mehr Informationen diesbezüglich wäre super. Ja, du schaust dir an, ja, das ist ein wirklich hartes Boot. Ja. Also wir bauen Boote wirklich für Rough Water. Unser Wahlspruch tatsächlicherweise ist, if others stay in a port, we go out. Okay. Und das ist die Truth von Aluminium. Ja. Weil Aluminium ist halt sehr viel verbindungsstärker als GFK. Das stimmt. Ja? Ja. Also man hört auch in diesen Booten, selbst bei starkem Wellengang, man hört kein Quietschen. Mhm. Und wir sparen halt über den Aluminiumrumpf ungefähr 30% des Gewichtes. Mhm. Heißt entweder kleinere Motoren oder weniger Verbrauch. Okay. Ja, bei selben Speed. Ja. Und alle unsere Boote sind dafür ausgelegt, 50 Knoten plus zu gehen. Okay. Und gibt es eine spezielle Konstruktion, wie dieser Hull konzipiert ist, damit er so stabil ist? Oder? Ja, also wir verwenden natürlich Militäraluminium, was natürlich auch aus Korrosionsgründen und aus Festigkeitsgründen. Ja. Und eine spezielle Geschichte bei uns ist einfach, dass wir einen Deep V-Hull Rump haben. Wenn man das Boot von vorne sieht, sieht man, dass es sehr, sehr schmal aussieht. Und wenn wir jetzt mal drauf gehen. Ja, lass es mal raufgehen. Sieht man, von diesem ganz schmalen Bow sozusagen, haben wir doch massiv viel Platz, oder? Ja. Das also wir ist befinden gut. uns immer noch auf einem 8,50 Meter Boot. Ja. Ja? Ausgelegt mit einem Zertifikat von 10 Personen. Also, und 10 Personen haben tatsächlich auch Platz, wie man sieht. Ja. Ja? Dieser Vorteil von diesem von der Rumpfkonstruktion ist einfach, dass man mit diesen Booten aufgrund des Aluminiumrumpfes und aufgrund des Deep V-Hull Rump, mit diesen Booten fährst du nicht wie klassisch mit einem Rip oder mit einem normalen Boot diese berühmten 30 Grad oder 40 Grad zur Welle, sondern wir fahren genau gegen die Welle. Was ein großes Thema ist bei den Einheiten, also beim Militär, bei der Marine, ist das Anlegen an größere Schiffe. Ist das hiermit möglich, das Borden? Also tatsächlich werden diese Boote zum einen natürlich aus bei kommerziellen Einsätzen benutzt, Seenotrettung und Wasserschutzpolizei, aber zum anderen auch gerne als Superjachttender. Ja? Absolut. Also die sind halt sehr leicht, können sehr, sehr einfach gekrannt werden durch das Aluminium. Dieses Boot oder auch die anderen Boote werden halt auch gerne einfach für, sagen wir mal, 60 Meter Yachten zum Kran benutzt. Also Anlegen an größeren Booten ist kein Problem. Ja. Und das Gute ist halt, und das ist auch wieder ein Vorteil von Aluminium gegenüber GFK, mit dem Boot kannst du auch mal anrempeln. Ja? Okay. Und dann hast du einen Kratzer drin, ja? Aber du hast kein Loch im GFK. Ja. Ja? Und musst es dann zuspachteln oder der Rumpf bekommt, wenn du es nicht zuspachtelst, Osmose. Okay. Dieses Boot nicht. Ja. Ja? Also im Prinzip, da kannst du auch gegen eine große Fahrwassertonne mal fahren aus Versehen und da passiert wenig. Ja. Ja? Ich habe ja viele Jahre lang ausgebildet für Kenterunfälle, für Capsize-Überschläge mit dem RIP. Und mich interessieren immer so die Seenotrettungsmittel. Sind hier welche verbaut? Seenotrettungsmittel, also wir haben Lenzmechanismen bei den Booten und sind auch wenn das Boot voll ist, im Regelfall innerhalb von 30 Sekunden leer.
Okay. Ja, also das sind entweder wie bei der anderen Variante Klappen, die da hinten rausgehen, oder halt extra Ausflüsse. Das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn das Boot sich selbst auspumpen kann, ne? Das ist so. Ja. Und vor allen Dingen, also wenn du so ausgebildet hast, dieses Boot zum Kentern zu bringen, wird schwierig. Ja. Hat das verschiedene Sektionen wahrscheinlich im Hall, ne? Das hat also zum einen verschiedene Sektionen und aufgrund dieses auch wieder Aluminium-Hall mit in Kombination mit Automatik-Flap-System ist es praktisch unmöglich, dieses Boot zum Kentern zu bringen. Ja. Mit dem Automatik-Flap-System, was wir verbaut haben, richtet sich das Boot im Regelfall innerhalb von, sagen wir, 15 Sekunden immer geradeaus. Okay. Ja? Mhm. Egal in welcher Schräglage. Also mit dem Boot kannst du auch komplett aus dem Wasser rausspringen. Ja. Und wenn du eine 3 Meter hohe Welle hast, fliegst du halt über die Welle drüber. Ja. Ja? Wenn du aufkommst, kommst du vielleicht so auf, aber okay, das Flap-System wird dich automatisch wieder aufrichten. Das ist hochinteressant. Und das haben ja nur die neuesten Boote, die älteren haben das System nicht, oder? Nee. Seit wann gibt es dieses System? Das Flap-System gibt schon, würde ich sagen, also das Automatik-Flap-System gibt es so etwa seit 5 Jahren. Ja. Und vorher waren es halt manuell. Aber wenn du in harten Wetterbedingungen bist und manuell deine Trimklappen betätigen musst, das wird ein bisschen schwierig. Ja. Ja, das ist genauso wie wenn du, ich bin kein Freund von Touchscreen. Plottern. Nee, das ist schwierig bei der Welle, ja. Genau, bei Welle und in Einsätzen wirst du mit dem Touchscreen nicht sehr weit kommen, aber die haben ja, einige Modelle haben ja glücklicherweise auch trotzdem noch manuelle Schalter. Ja. Wobei bei euren Einsätzen wird man wahrscheinlich nicht so sehr auf das GPS achten. Wie schnell können wir damit fahren? Auf jeden Fall 50 Knoten. Ja. Ja, 50 Knoten plus, dafür sind alle unsere Boote ausgelegt. Und kann ich dann hier noch sitzen und meine Tasse Tee trinken oder schlägt mich das durch? Das ist sehr interessant. Also ich meine die vorderen Sitze, die man hier sehen kann, weil wir sind halt Powerboats, das sind Suspension Seats. Ja, sehr gut. Suspension Seats, setz ich mal gemütlich drauf. Ja. Die sind von Von wo lässt du die bauen, die Sitze? Ich weiß ehrlich gesagt, kann ich dir nicht sagen, wer die Suspensions baut. Aber die sind natürlich wirklich darauf ausgelegt, weil, wie ich dir gesagt habe, wir fahren frontal gegen die Welle. Ja. Und bei diesem Boot merkst du zwei kurze Schläge und nicht mehr. Also da kann ich ein Lied von singen, bei unseren Übungseinsätzen mit dem RIP verbracht zu werden. Da gibt es immer so einen in die Wirbelsäule. Und deswegen geht die Tendenz auch hier ganz klar zu gefederten Sitzen. Ja. Ne? Und super, dass die das auch haben. Aber interessanterweise, man denkt immer, nur die Leute, die vorne sitzen, sitzen komfortabel. Ja. Auch auf den hinteren Bänken, die nicht gefedert sind, hat man trotzdem nicht irgendwie Probleme mit dem Rücken. Ja. Ich habe auch immer Probleme mit dem Rücken, also insofern kann ich ein Lied davon singen. Ja, ja, da gibt es eine Studie bei den Navy SEALs über eine gewisse Jahresspanne. Hat man da Untersuchungen angestellt, was mit der Wirbelsäule passiert, was da für Verletzungen entstehen. Und das ist unglaublich, ne? Also wie teilweise die Männer verschlissen werden, nur durch Boottransfer. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und natürlich, ich meine, gerade Spezialeinheiten müssen ja auch immer relativ viel Zeug mit sich rumschleppen. Genau. Haben sowieso immer relativ viel Last. Das Wichtigste ist ja, dass der Transport möglichst sicher ist und komfortabel, weil da beginnt ja erst der Einsatz. Ja. Und dass das Boot spektakulär fahren kann, ist manchmal gar nicht so interessant, als vielmehr die Sicherheit und dass das Boot eine gute Lage im Wasser hat. Ja. Weil wenn sie an Punkt B ankommen, beginnt der Einsatz. Ja. Und da müssen sie fit sein. Ja, und sie müssen halt auch schnell und sicher hinkommen. Sicher, ne? Genau. Und ich kann nur jedem raten, mal einmal einen Aluminium-Vihal-Rump auszuprobieren. Ja. Also sowohl die Beschleunigung ist immens, als auch die Endgeschwindigkeit. Ja. Und heutzutage muss man auch immer sagen, auch der ökologische Aspekt spielt immer eine Rolle. Ja. Und wenn wir leichter sind und wir verbrauchen 30% weniger Sprit, dann schont es sogar bei Einsätzen auch noch die Umwelt. Genau. Und dein Kollege hat mir eben schon erzählt, dass Aluminium ja in der Herstellung erstmal viel Energie braucht, aber dann ein recycelbarer Werkstoff ist. Korrekt. Das heißt, auch der Green Thinking Gedanke spielt hier eine Rolle. Und das finde ich auch sehr gut. Ne? Ja. Also klar, Gewichtsersparnis, weniger Spritverbrauch.
natürlich in der Herstellung, wobei ich glaube, wenn man es wirklich mal aufrechnet, ist es auch nicht mehr als beim Kunststoff, beim GFK. Nein. Aber man versucht ja immer irgendwie das irgendwie so zu zerlegen, die Argumente. Ja, natürlich. Ne? aber man muss auch sagen, diese Boote mit diesem Rumpf sind natürlich viel länger haltbarer als ein Kunststoffboot. Ja. Ja? Also ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwie Wasserschiffspolizei Kunststoffboote benutzt, sondern die benutzen Stahl- oder Aluminiumboote. Ja. Ja? Also das hat schon einen Grund. Ja? Absolut. Bloß Aluminium rostet nicht gegenüber Stahl. das ist schon auch ein Vorteil. Aber wie gesagt, die Konstruktion ist insofern bemerkenswert. Mhm. Guck mal, du bist sehr groß. Ja. Klar, ich bin klein, ich bin keine Ausnahme. Ich bin eine Ausnahme. Los geht's. Aber schau dich an. Und wir befinden uns nach wie vor immer noch auf dem 8,50 Meter Boot. Ja. Ja, also da hat man viel Platz. Mhm. Sowohl als privat als auch als kommerzieller. Ja. Fühlt sich gut an. Ja. Ja. Und sie lassen sich halt extrem gut handeln. Ja. Ja, also das muss man einfach sagen. Ja. Schönes Boot und wie man sieht, und das ist auch eins, sagen wir mal, ein Unterscheidungskriterium bei uns gegenüber normalen Booten, überall, wo du dich festhältst. Ja, das ist hat richtig einen tollen Hier kann man sich überall festhalten und das ist ganz wichtig, auch für Sicherheit. Ja. An allen Rails, du brauchst nicht, wenn eine Welle kommt und du dich festhalten musst, dann braucht man nicht suchen, sondern du musst einfach nur zur Seite greifen und du wirst überall Griffe finden, auch das Lenkrad ist hart. Mhm. Hier, das ist halt... Fahrt ihr die Boote mit Helm oder ohne? Wir fahren sie tatsächlich ohne. Ja, ne? Wir fahren sie auch ohne Gurt. Ja. wenn man sie im Grenzbereich des Möglichen fährt, wie es ja oftmals bei Einsätzen der Fall sein könnte, dann fahren wir natürlich mit Helm, um genau das hier zu vermeiden. Ja, ne? Korrekt. Ne? Also ich meine, wenn man diesen Ausbau zum Beispiel sieht, empfiehlt es sich dann im Grenzbereich tatsächlich einen Helm zu tragen, weil man kann natürlich hier an diesen Sachen anschlagen oder oben. Ja. Aber wenn man natürlich dieses Top weglässt, dann hat man auch wenig Anschlagpunkte, muss man sagen. Mhm. Ja? Aber ich denke, ihr fahrt ohnehin immer mit Helm. Und als eure Einsätze sind mit Helm. Und als Tauchboot geeignet? Ich sehe, da vorne ist da auch ein bisschen Platz für Passagiere. Da ist Passagierplatz und wir haben sehr viele Storage-Möglichkeiten. Tatsächlich auch überall darunter. Wir haben zum Beispiel für Taucherflaschen kann man sehr gut hier bei diesen Modellen auch immer die vorgesehenen Fenderhalter benutzen. Also da passt eine 10-Liter Flasche immer sehr gut rein. Ja. Klasse. Ja. Ich bedanke mich. Du bist gerne eingeladen für eine Probefahrt. Ja. Ja? Können wir leider nicht hier machen, hier ist kein Wasser. Ja. Seid ihr vielleicht in Göteborg? Dieses Jahr ist es, glaube ich, wieder die HSBO, ne? Seid ihr da? Ich glaube nicht, tatsächlicherweise. Ja. Aber schreib mir einfach. Ich komme vorbei und mache mir eine Probefahrt. Ich werde dir schreiben und du wirst begeistert sein. Mein Lieber, vielen Dank. Ich danke dir. Und noch viel Spaß. Bis dann. Tschüss. Dann. Hallo Thorsten. Clemens, grüß dich. Ne? Pass auf, ich habe dich hier auf der Messe getroffen und wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Ja, ja. Das heißt, auch aus meiner Militärzeit und so, da hast du ja immer so ein bisschen auch die Fühler drin. Wollen wir aber gar nicht so sehr reingehen. Ich habe diesen Anzug hier gesehen, der gefällt mir richtig gut. Ja. Was kannst du über die Details hier so sagen mit dem Anzug? Also ich kann ja schon mal sagen, der ist eigentlich, du kennst ja den militärischen auch, der ist eigentlich vom Schnitt her ganz genauso geschnitten. Das heißt, es ist eher ein Slimfit. Ja. Das ist für Leute gemacht, die klettern, die sich bewegen wollen. Und daher ist hier kein Teleskop-Torso, wie wir bei anderen Modellen haben. Der Anzug, der muss gut passen. Ja. Und dann kann man sich perfekt da drin bewegen. Außerdem kann man hier hinten den Reißverschluss selber öffnen. Okay. Ja, und das ist beim Rückenreißverschluss bei den meisten Varianten eigentlich gar nicht möglich. Das heißt, mit einem langen Band dann einmal rüberziehen? Ja, du könntest mit einem langen Band, also wenn du es ein bisschen länger machst so. Mhm. Und dann muss man ein bisschen unterstützen vom Arm her, dass der Arm glatt gezogen wird. Dann ziehst du ein Stück an und dann kannst du ihn so rüber aufziehen. Ja, und das ist, wie gesagt, eigentlich unique. Die meisten Rückenreißverschlüsse kann man nicht aufmachen, ne, alleine. So, dann hat man hier
sehr dünnes Material, in dem man sich bewegen kann, aber es ist nicht atmungsaktiv, also keine Membran. Es gibt auch Vor- und Nachteile mit Membranen. Wenn man das nicht unbedingt braucht beim Tauchen, funktioniert eine Membran sowieso nicht, sondern das wäre eher was, wenn man ein Schlauchboot fährt etc. Genau. Ist es sinnvoller, eine Membran zu wenden. Ist es hier nicht, ist ein klassisches Trilaminat, aber sehr dünn gehalten. Mhm. Man hat trotzdem noch die Bewegungsfreiheit. Zusätzlich hat man hier zum Beispiel einen Ring eingebaut. In diesem Ring sind die Silikonmanschetten eingesetzt. Wenn man möchte, kann man aber auch Neopren einsetzen. Und das ist auch einmal ein Service-Vorteil und zweitens ein Größenvorteil. Also wenn du ich habe immer gerne Neopren oben, weil ich habe immer das andere Gefühl, das Gummi sehr, sehr einengt bei mir. Ja, wenn man erfahrener Taucher ist, dann sage ich immer, das kann man ja gut machen. Wenn man nicht so erfahren ist und nicht so die Manschette ordentlich anlegt, die Neopren-Manschette, dann ist es manchmal eher ein bisschen undichter mit Neopren. Genau. Und mit Silikon taucht man eigentlich eher trocken. Mhm. Aber das ist ja Geschmackssache, daher kann man es ja austauschen. Ne? So, ansonsten ganz normale platzierte Ein- und Auslassventile, also nicht hier unten wie bei Kampfschwimmern oder ähnlichen Taschen. Fest eingesetzte Boots hier. Es gibt auch ähnliche Varianten von uns, von dem Anzug, auch im zivilen Bereich, EX2 heißt der. Ja. Da sind Socken dran und da zieht man dann Rock Boots oder Neopren Boots oben drüber. Ja. Hier so noch Kevlar Knieschoner. Und ist das jetzt eine militärische Variante? Oder? Nee, das ist eine ganz normale zivile Variante, die kannst du auch ganz normal im Tauchladen auch kaufen. Ne? Ja. Also, das ist nichts Spezialisiertes. Und genau. Hier ist noch eine Flater. Ja, das Auslassventil. Auslassventil. Das ist ein einstellbares Auslassventil. Hier oben gesetzt, auch ganz normal wie beim Sporttauchen üblich. Also, warum ist praktisch die Sporttauchvariante für Warum habt ihr den jetzt nicht unten gemacht hier? Naja, beim Sporttauchen gibt es Standards, die man einhalten muss. Und eine ist die sogenannte Überdruckventilfunktion. Also der Anzug muss in der Lage sein, einen Überdruck abzugeben. Man darf das Ventil nicht manuell komplett verschließen. Das ist verboten sozusagen. Man kriegt zumindest keine Zulassung. Und wenn du dann hier unten Überdruck ventilierst, in den Arm hebst, dann entlüftest du den Anzug viel zu viel. Deswegen ist das hier weiter oben gesetzt. So kenne ich das vom Militär, dass halt die Entlüftung hier unten im Arm ist. Und habt ihr ja auch noch die Möglichkeit, den Anzug mit zum Flater irgendwie Luft reinzubringen? Wie bitte? Luft reinzubringen in den Anzug, ist das möglich? Über den hier, ne? Hier, ja. Also du meinst jetzt einen Oral-Inflator. Den habt ihr nicht dran, ne? Das gibt es. Kann man auch hier das Auslassventil kann man ausbauen. Oder man muss zur Servicewerkstatt gehen und sich den nachträglich einbauen lassen. Also diese Wave-Ports, so heißt die Penetrierung des Anzuges, die kann man eigentlich an sinnigen Stellen setzen, wo man möchte. Und dann kann man sagen, man möchte nachträglich noch irgendwo einen Oral-Inflator haben. Aber so wie bei spezielleren Anzügen ist es ja beim Sporttauchen nicht nötig. Ja. Normalerweise hat man ein- und Auslassventil und fertig. Sehr gut. Hier auch Gummimanschette. Ja, Silikon, auch hier ist auch ein Ringsystem. Also man kann sie austauschen. Ja. Wenn sie beim Tauchen, nicht beim Tauchen, beim Anziehen passiert, dass sie ja meistens kaputt gehen. Mhm. Dann kann man am Tauchplatz selber zack, in 2-3 Minuten die Manschetten wechseln, dann hat er neue und kann dann tauchen. Also das ist schon ein guter Vorteil. Man kann hier auch ein Trockenhandschuhsystem adaptieren. Also ist sehr modular aufgebaut. Schöner Anzug. Kann ich den auch zum Boot fahren nehmen? Den kannst du auch zum Boot fahren nehmen. Ja, genau. Sehr gut. Klasse, also. Thorsten. Ich danke dir. Ich schaue mich noch ein bisschen um und ich komme später auf den Anzug nochmal zurück. Ja, danke dir. Ich will ihn nachher im Anzug sehen. Ne? Ja. Okay, ciao. Tschüss. Hallo Frank, schön dich hier getroffen zu haben. Du hast ja hier einen super Stand, sehe ich gerade. Und richtig viel Auswahl. Erzähl doch mal einiges zu deinem Produkt, das würde mich brennend interessieren. Gerne. Ja? Also, Firma Seacraft ist in Deutschland, Österreich durch uns seit 2017 auf dem Markt und zeichnet sich dadurch aus, dass sie Scooter entwickelt haben, die kein Getriebe, keine Achse, keine Welle haben, sondern einen Magnetantrieb. Das heißt, wir haben den Motor draußen im Wasser und die Schraube rotiert als Außenläufer quasi um den Stator herum, was sie sehr effizient und sehr leise macht. Ja? Wir haben die meisten Modelle schon seit vielen Jahren, seit 2017 auf dem Markt mit verschiedenen Akkus und haben jetzt ganz neu dieses Jahr den sogenannten Go, unser kleinstes Modell, der sich eben durch die gleichen Sachen auszeichnet. Er hat einen Magnetantrieb, er ist sehr, sehr leicht mit 9,7 Kilogramm und das Beste ist, er hat einen, hoppala, siehst du, fällt schon die Hälfte, er hat einen Akku, den wir zerlegen können, das sehen wir hier hinten. Der Akku selber besteht aus 6 Segmenten.
Und diese Segmente kann ich rausnehmen und nehme sie ins Handgepäck im Flugzeug mit. Ja, super. Ja? Ja. Weil wir da unter den 100 Wattstunden bleiben. Ja. Damit haben wir halt den perfekten Backup-Scooter für die Reise. Ja. Oder eben für engagierte Sporttaucher, die halt mehr wollen. Ja. Mit einer Reichweite von 10 Kilometern oder 3 Stunden. Das perfekte Gerät. Auch dieser Scooter wird wie alle Seacraft-Scooter von außen geladen. Wir haben hier als Transportschutz das Ding drauf. Circa 2,5-3 Stunden ist er wieder voll. Mhm. Auch dieser Scooter lässt sich wie alle Seacraft-Scooter mühelos mit 2 Fingern fahren, weil der Wasserstrom gerade gerichtet wird, ja. Sodass er nicht wegkippt und mit dir kämpft. Mhm. Ja. Vom Fahren her hat er so kleine Features drin. Wenn ich hier drücke, fährt er los. Wenn ich einen Doppelklick mache, geht er auf Vollgas. Wenn ich wieder auf Doppel klicke, dann kommt er wieder auf die alte Fahrstufe. Also ganz smooth sehe ich schon. Also das ganz ist ja, smooth. Ja. Ich kann auch während der Fahrt die Fahrstufe ändern. Mhm. Und wie alle Seacraft-Scooter hat er einen Rückwärtsgang. Was sehr hilfreich ist, wenn man sich was reingewickelt hat in die Schraube, kann man es rauswickeln. Ja. Man kann aber auch ganz einfach die Schraube ziehen. Das machen wir beide gleich mal. Du fasst einfach mal hier rein, nicht an den Spitzen, sondern in der Mitte mit 2 Händen. Ich halte fest und ziehst den Propeller einfach raus. Einfach ziehen. 10, 10, 10, 10, 10. So, das war's. Ja. Und hier siehst du das Geheimnis. Wir haben hier den feststehenden Stator draußen. Mhm. Und der ganze Propeller rotiert nur auf dieser Kugel. Ist deswegen sehr effizient, sehr leise. Ja. Das ist der einzige Kontaktpunkt. Und der Luftspalt hier wird beständig mit Wasser freigespült, was von hinten angesaugt wird. Mhm. Sodass ich da keinen Dreck drin habe oder sonst irgendwas. Sauber. Kann man wieder raufstecken? Einfach zentrieren, der rutscht ja, drauf. Der ist schon genau. Mit Magnet, ne? Der Scooter hat außerdem 3 Fahrmodi, einmal für Einsteiger, die müssen mit beiden Händen fahren auf jeden Fall. Wir haben einen Modus für erfahrene Taucher, die können ihn sich selber umstellen für eine Hand. Und wir haben einen Modus für Apnoe-Taucher mit 3 Gängen, dass sie halt ihre Gewichte jetzt immer mehr ersetzen können durch kleine Scooter, die ihnen halt helfen, ihre Ziele da zu erreichen. Sauber, ja. Ja, das wäre es erstmal als ganz neues Modell. Ja. Natürlich haben wir auch noch größere Geschichten mit Navigation, jetzt auch mit GPS-Boje. Dass du halt deine Position aus 10 Meter Tiefe aktualisieren kannst, wenn du mit GPS unterwegs bist. Wir haben einen externen Spannungswandler drin, dass wir aus dem Scooter heraus unsere Anzugheizung betreiben können oder unsere Lampen betreiben können. Wir haben jetzt seit neuestem neue Kamerahalterung. Wir haben eine Kupplung, um 2 Seacraft-Scooter zusammen zu klicken und auf Tastendruck wieder voneinander zu trennen. Ja. Das sind aber so die Highlights jetzt gerade. Ne? Plus einige Detailverbesserungen, aber da ist für jeden was dabei, denke ich. Und die sind ja sicherlich auch für den militärischen Bereich konzipiert worden, ne? Teilweise. Ja, also sie sind erstmal, sie kommen eigentlich aus dem Höhlentauchen und haben große Autonomie, sind sehr robust, auch mit Alugehäuse und so weiter. Mhm. Aber natürlich im militärischen Bereich sehr gerne gesehen, weil leise, zuverlässig, effizient. Wir kommen also hier mit Transportplattformen, die man koppeln kann, wo wir locker über 40 Kilometer kommen. Die hier? Ja, der Doppelte, genau. Gehen wir gerne mal rüber. Ja. Den wir uns entweder mit der Navigationsplattform bestücken können. Mhm. Wir haben aber hier auch spezielle Transportrucksäcke, die wir da zeigen können. Sorry, packen wir mal einfach hier vorne drauf. Ja. Die dann einen wasserdichten Beutel mit Trockenverschluss haben. Die Tasche hat eine eigene Luftversorgung, einen eigenen Inflator. Mhm. Kann auch als Rucksack getragen werden, gibt es in verschiedenen Größen, sodass die Elektronik und Waffen wasserdicht transportieren kann, gewichtslos auf den Scooter packe und dann eben ans Ziel bringe. Und wir haben natürlich auch das Schleppfahrzeug, unser DPC, wo ich eine Gruppe Kampfschwimmer halt ziehen kann, beispielsweise, oder für schnelle Missionen mit hoher Geschwindigkeit an der Wasseroberfläche oder unter Wasser fahren kann. Und auch da kann ich meine Position über den Mast durchfahren, knapp unter der Wasseroberfläche schnell aktualisieren. Ja. Und kann die Scooter auch unterwegs ausklinken und sie einzeln verwenden oder wieder zusammenschalten und habe wieder mein Zugfahrzeug. Sauber. Spektakulär. Wir sind auch sehr beschäftigt und freuen uns drüber, ja? Also hier gibt es was zu sehen. Klasse. Vielen Dank dafür. Freut mich, dass ihr da seid. Ja. Alles gut. Danke. Gut, Frank. Mensch, dass wir uns hier treffen, war ja absehbar. Das heißt, wir hatten ja schon vorher telefoniert. Richtig. Und uns hier verabredet. Heute haben wir uns endlich getroffen. Erzähl mal, was treibt dich hierher? Ja, also wir sind ja letztendlich jedes Jahr hier auf der Ausstellung, treffen uns mit Partnern. Wir arbeiten ja zum Beispiel mit Yamaha hier zusammen. Mhm. Gucken, was Neues gibt und informieren uns. Messe war ja jetzt eine ganze Zeit lang nicht, letztendlich durch diese Corona-Geschichte. Mhm. Und von daher sind wir natürlich froh, mal wieder hier sein zu können. Ist ja riesengroß hier, was hier angeboten wird, ist ja unglaublich. Und auch die Boote selbst, das ist ja
das ist, springt ja jeden Rahmen, ne, was man hier, was ja, man hier sieht. Ne? Wie sind eure Boote? Erzähl mal. Ja, wir haben ja verschiedene Hersteller, also zwei verschiedene letztendlich. Wir haben Capellis und wir haben ein Boot von Ripcraft, heißt der Hersteller. Okay. Ein englisches Boot. Ja. Und Capelli ist auch hier mit einem großen Stand vertreten. Die treffen wir halt auch jedes Jahr, wenn wir hierher kommen. Ripcraft, englisches Boot, die sind halt nicht hier. Die haben ein Arbeitsboot hier von der Wasserschutzpolizei, ist es, glaube ich, okay, ausgestellt. Mhm. Auch so ein richtig amtliches Teil. Ja. Ja, und es gibt ja auch verschiedene Hersteller hier. Es ist auch immer gut, sich mal zu informieren, weil man muss halt auch gucken, mit welchen Herstellern man weiter zusammenarbeitet. Ja. Wie ihr im Sommer den Ocean Warrior mit uns gedreht habt, welche Boote waren das? Das waren tatsächlich die beiden verschiedenen. Wir hatten ja einen Capelli mit und eine Ripcraft. Ja. Ne, wir mussten ja ein Boot da lassen, weil wir ja selber in Hamburg auch abgeliefert haben. Ja. Und wir haben halt unterschiedliche Fahrer, weil die Boote halt auch unterschiedlich sind. Und von daher haben wir dann halt das Boot da gelassen, was jeder fahren kann letztendlich. Und das sind ja unglaubliche Geschwindigkeiten, die man damit erbringt. Das heißt, die waren ja alle total begeistert, die mitgefahren sind. Und auch ich durfte ja schon ein paar Mal jetzt auch im Hafen mitfahren, wo ihr den Hebel auf den Tisch legt sozusagen. Unglaublich, wie schnell sind die Boote? Also ich sag mal, beladen fahren wir so bis zu 45 Knoten mit Gästen. Mhm. Ja, wir fahren ja bis 12 Leute sozusagen. 12 Leute? Ja, inklusive Fahrer? Inklusive, ja, das ist nach der sogenannten Sportbootverordnung. Ja. Ne? Fährst du halt mit bis zu 12 Leuten in Deutschland. Mhm. Das Gewicht von dem Boot darf man natürlich nicht unterschätzen. Letztendlich, das Boot wiegt leer 1,9 Tonnen bis 2,2, je nach Typ. Ja. Und das denken die Leute meistens nicht. Und nach Betankung, ja? Denn, klar, dann gehen da bis zu 300 Liter rein. Wahnsinn. Ist ja auch eine Ansage. Ja. Und dann die ganzen Gäste sind ja manchmal auch so schwerere Leute dabei, so wie du. Und nicht so eine Grillen wie ich. Also da passiert schon richtig was. Ja. Und wenn du alleine fahren würdest und fährst mit der ersten Flut, dann erreichst du also nahezu 100 km/h. Ne? Also Wahnsinn, fast 55 Knoten. Ja, irre. Ja. Und wann beginnt die Saison wieder? Ja, ich hoffe so früh wie möglich. Also wir haben keine festen Termine, sondern wir machen das halt so, dass wir sagen, wenn wir gebucht werden, also mit einer Gruppe oder wenn wir jetzt sehen, die Leute buchen sich über unser Ticketsystem ein und wir sind voll, dann schmeißen wir das erste Boot ins Wasser. Meistens ist es so, dass wir je nach Buchungslage sozusagen das zweite und dritte Boot dann an den Start bringen. Mhm. Letztes Jahr haben wir am 18.03. angefangen. Ja. Da war das Wetter ja relativ gut. Ja. Und dann ging das auch schon gut los mit der Saison, weil die Leute uns praktisch die Bude eingerannt haben. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, dass man jetzt im Januar schon die erste Tour macht, dann könnte das Lächeln ja tatsächlich einfrieren und gar nicht mehr weggehen, oder? Könnte man so sagen. Einmal steif gefroren. Ja, wir, wir machen ja auch andere Sachen. Sowas, was wir mit euch zum Beispiel gemacht haben. Ja. Ne? Dann machen wir ja zum Beispiel auch Kameraaufnahmen für irgendwelche Firmen mit Kamerateams. Stimmt, habe ich schon gesehen. Ne? Teilweise, wir sind schon bei minus 10 Grad gefahren und dann kommen die Kameraleute an mit 3 Lagen Baumwolle. Ja. Ist schön, aber nicht schön genug. Ja. Also die sind dann schon steif gefroren danach. Also ihr macht Events, also Bootsausfahrten mit Passagieren, die das buchen. Genau. Dann macht ihr Film, Foto, seid ihr auch buchbar. Ja. Dann für Öffentlichkeitsarbeit auch, oder? Natürlich. Ja. Und buchen euch auch Firmen, um teilweise Equipment zu testen, Tauchequipment oder Kletterequipment? Nee, ja, haben wir tatsächlich auch schon gehabt. Wir haben Skylotech hatten wir bei uns. Ah, die kenne ich auch gut, ja. Mhm. Ah ja, genau. Wir haben da damals die Bleichen letztendlich geentert. Okay. Ne, das ging über die Spezialeinheit auch und dann haben wir Skylotech hat ja eine richtige Einheit, die quasi nur die Sachen entwickelt fürs Militär und das dann auch testet. Also eine richtige Testeinheit für das Equipment fürs Militär. Ne? Das hast du auch gesehen. Also einer, der sah eigentlich gar nicht so aus, aber der war schon relativ flink. Da hast du also wirklich gesehen. Ja, die kommen auch daher. Also, ne? Das heißt, die haben alle eine Vergangenheit, ein Background aus diesen Einheiten und haben nach ihrer Dienstzeit eine gute Anschlussverwendung gefunden. Ja, ja. Das siehst du auf jeden Fall. Ja, stimmt. Klasse. Ja, so ein Motor, was bringt der ans Wasser? Also dieser Motor kommt jetzt erst im September raus. Ja. Der hat 450 PS tatsächlich. Das ist Wahnsinn. Ein V8. Ja. Leider viel zu groß und zu schwer für unsere Boote. Ja. Aber das ist halt der Trend. Ne? Es gibt ja andere Hersteller momentan von Mercury, die haben V12 rausgebracht mit 600 PS als Außenborder. Mhm. Also nach oben hin, das ist halt wie mit allen Sachen, ne? Keine Grenzen. Ne? Und es gibt ja einmal Schraube und einmal Jetstream. Ja. Magst du da was zu sagen? Also, wo sind Vorteile, Nachteile? Ja, also ich sag mal, speziell militärisch oder jetzt unter bestimmten Bedingungen macht ein Jetantrieb natürlich mehr Sinn. Mhm.
bei uns nicht so viel. Wir hätten halt den einzigen Vorteil mit dem Treibgut. Das ist halt auch so ein Thema im Hamburger Hafen. Ne? Also ab und zu mal schwimmt da eine Europalette rum. Ne? Nachts natürlich selten beleuchtet, deswegen fahren wir auch so ungern, wenn es dunkel ist. Ja. Außerdem kannst du auch die Wellen natürlich nicht richtig erkennen. Und das Problem, was wir mit dem Jetantrieb haben, ist halt der Leistungsverlust. Ne? Also man muss von 30% Leistungsverlust ausgehen. Mhm. Und das ist natürlich viel zu viel, weil man viel zu viel Energie vorher reinblasen muss, um auf die Geschwindigkeiten zu kommen. Ne? Interessant, ja. Und wie sieht es aus mit Anlegemanöver? Macht ihr sowas auch oder eher nicht? Ihr fahrt nur immer, ne? Nee, wir fahren, also wir haben ja eine Sondergenehmigung, die besagt, dass wir halt immer über die Hafengrenze hinausfahren müssen. Ja. Ne, wir halten also im Hafen nirgendwo an, außer wenn was ist natürlich. Ne, wir schleppen natürlich auch mal ein Boot ab oder wenn Leute ins Wasser gefallen sind, gekentert oder... Passiert das, ja? Das passiert öfter und das passiert uns natürlich öfter, weil wir wahrscheinlich von den Leuten, die jetzt, ich sag mal, mit Kleinbooten unterwegs sind, die am meisten draußen sind. Und von daher treffen wir natürlich auch viele Leute, denen mal irgendwas passiert ist. Ne? Es ist ja wirklich so, ne? Also wenn ich im Café sitze, da gibt es ja dieses Café an der Elbe, Da ist es noch gleich. Open Bullen, ne? Genau, so wenn ich da sitze, dann sehe ich immer die Rip-Piraten rauf und runter fahren. Ne? Und man sieht euch quasi im Sommer ständig auf dem Wasser. Ne? Ja. Das heißt, habt ihr eine große Wahrscheinlichkeit auch mal dann drauf Zug zu kommen, wenn etwas passiert ist. Ne? Genau, das ist das Thema. Ne? Ja. Klasse. Ja, also ich würde sagen, wir gucken noch ein bisschen hier auf der Messe uns so ein bisschen ob wir noch ein paar Bekannte einsammeln können. Ja, genau. Ja, und dann gehen wir heute Abend noch ein kleines Bierchen trinken. Auf jeden Fall. Okay, komm. Clemens, hau rein. Jens, dass ich dich hier treffe, war ja klar. Also mit dir habe ich hier gerechnet. Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Ja, vielen Dank. Mir geht's hervorragend. Ja, erzähl doch mal, du bist eine Koryphäe, was das Tauchen angeht. Was machst du jetzt? Also ich habe, nachdem ich jetzt im September in Pension gegangen bin, habe ich gesagt, ich will ja nicht zu Hause sitzen, nichts tun. Und dann habe ich einen Anruf bekommen von der Firma hier. Ja. Und die haben mir dann angeboten, für sie im Bereich des technischen Tauchens die komplette technische Schiene zu entwickeln. Ja. Und das mache ich jetzt. Das heißt, Jens, du bist ehemaliger Kampfschwimmer, schon vor meiner Zeit Kampfschwimmer gewesen und lange Zeit nach meiner Zeit auch noch Kampfschwimmer gewesen. Also ein richtiges Urgestein, was das angeht. Und hast alles mitgemacht, was man da mitmachen kann. Und dafür natürlich Hut ab, Respekt. Dankeschön. Und vielleicht hast du einen kleinen Schwank aus deiner letzten Vergangenheit, so aus der Kampfschwimmerei. Oh Gott, also ich sag mal, dadurch, dass ich über 30 Jahre aktiv war, da hätte ich eine Vielzahl von Geschichten zu erzählen. Ich wüsste jetzt echt nicht, wo ich da anfangen soll. Also ich sag mal so, ich muss sagen, das Schönste oder das Schöne jetzt zum Schluss war, dass ich im Bereich der Weiterentwicklung arbeiten konnte. Und das, du weißt ja selber von deiner Seite, damals hatten wir das halt noch nicht und das ist relativ neu. Ja. Und das hat uns unheimlich viele Möglichkeiten eröffnet und dadurch haben wir echt in den letzten Jahren eine ganze Menge erreicht. Ja, ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ich bin ja 92 zur Bundeswehr rein und 2000 wieder raus. Das heißt, 23 Jahre liegen dazwischen. Mhm. Hat sich da viel getan in der Kampfschwimmerei? Ja, ja. Also, also nicht nur, dass sich jetzt Personal eine ganze Menge getan hat, sondern wir haben, was das Material angeht, wenn du jetzt hinkommen würdest und die würden Static Display machen, da würdest du Bauklötze staunen, weil du einen Großteil des Materials, du würdest noch nicht mal verstehen, wie das funktioniert. Das ist so komplex geworden in den letzten Jahren. Und wenn man sieht, dass jetzt, ich weiß nicht ganz genau, wie viele Leute im Bereich der Weiterentwicklung aktuell arbeiten, wir sind glaube ich 13 oder so, also da sind so viele Projekte, die gerade im Laufen sind, dass wenn ich jetzt in, sag mal, 2-3 Jahren hinkommen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch schon wieder Bauklötze staunen, weil sich da einfach so viel getan hat in so kurzer Zeit. Ich habe ja immer noch guten Kontakt zu den Aktiven, wie du sicherlich auch, und du hast recht, das ist so komplex geworden, die Ausbildung dauert auch viel länger als damals. Naja, das hängt natürlich damit zusammen. Zu unserer Zeit, als ich angefangen habe, war so, jeder musste alles können. Ja. Das geht heute nicht mehr. Ja. Ich sag mal, wir haben heute Spezialisierung im Bereich Funk, wir haben Spezialisierung im Bereich Breaching, also Zugangssprengung für Türen. Wir haben im Bereich Medizin die Spezialisten, im Bereich Fallschirmer Spezialisten und so weiter und so fort. Und es ist fast unmöglich, heute 2 Spezialisierung zu machen, weil allein das Wissen in einem Bereich schon so umfangreich ist, dass du die Erhaltung der Scheine eigentlich fast gar nicht gewährleisten kannst. Jens, du bist ja auch Höhlentaucher, du bist Wracktaucher, du bist taucherisch, glaube ich, einer der
der Bestausgebildeten überhaupt hier in Deutschland. Also das kann ich, glaube ich, wirklich so sagen. Und wenn du jetzt einen Tipp hättest für den Zuschauer, was mentale Stärke angeht, Ruhe unter Wasser, Stresskontrolle, Emotionskontrolle, was wäre dein Tipp, wenn du ein Tool nennen dürftest? Dann würde ich sagen, fangt an mit Atemtauchen, ja. Weil da gibt es spezielle Atemtechniken, ja. Da gibt es ganz viele Übungen, die man machen kann, und damit kann man den Stress unter Wasser deutlich reduzieren. Also um das als Vorbereitung zu nehmen, um eventuell im Bereich Wrack oder Höhle dann etwas extremer zu werden, wäre das die richtige Vorgehensweise. Ja. Was ist deine Mission für die nächste Zeit, für die nächsten 1, 2, 3, 4 Jahre? Ja, zum einen hier die technische Tauchschiene so aufzubauen, dass wir international einen sehr, sehr guten Ruf kriegen mit der Firma. Mhm. Zudem mache ich ja hier noch den Behördenpart. Das heißt, wir entwickeln hier auch spezielle Head-Up-Displays, neue Tauchcomputer, Kreislaufgeräte. Das mache ich natürlich auch noch mit. Ja. Privat, sagen wir, dadurch, dass ich ja noch das Tauchmagazin habe, da muss ich auch mal Berichte generieren. Wie heißt das Tauchmagazin? Wetnotes. Wetnotes. Das ist ein Fachmagazin für fortgeschrittene und technische Taucher. Ja. Und damit geht es im August nach Narvik in Norwegen. Oh. Und dort werden wir ein Flugboot aus dem Zweiten Weltkrieg betauchen. Das größte Flugboot, was damals oder was jemals gebaut wurde. Ja. Und da werden wir dann verschiedene Berichte darüber generieren. Okay. LAR 8000 schon getaucht? Selbstverständlich. Ich auch. Jens, danke, dass ich dich treffen durfte. Vielen Dank und schön, dass du hier warst. Und wir sehen uns auf dem nächsten Kampfschwimmertreffen. Ja, das will ich hoffen. Ne? Ciao. Also, ciao. Jens, was ist das für ein schöner Anzug hier? Naja, wir haben nicht nur einen Anzug. Also wir haben auf der einen Seite einmal einen Tongtauchanzug. Und wir haben einmal sogenannte Überzüge. Das ganze Tarnmuster, was wir hier sehen, das nennt sich Concamo. Concamo, das ist eine deutsche Entwicklung. Es hat ein deutscher Scharfschütze entwickelt, der unten in Nagold war, der 10 Jahre an diesem Tarnmuster entwickelt und hat dann im Prinzip dieses Muster rausgebracht. Und diese Tarnwirkung von dem Zeug ist absolut Wahnsinn, weil wenn du mal guckst hier, das ist ein sogenannter 3D-Tarn. Das heißt, das wird gebacken und dadurch nimmt das komplett die Kontur. Wenn du das komplett am Körper drehst, dann gibt es diese Körperkontur, erkennst du nicht mehr. Und wir haben dann angefangen, ich habe sofort erkannt, was das Tarnmuster kann. Ich habe ihn dann angerufen und gefragt, stellst du mir das für die Entwicklung vom Trockentaucheranzug zur Verfügung? Und das hat er dann gemacht. Mhm. Wir haben uns auch mehrfach getroffen. Und dann habe ich angefangen, diesen Anzug zu entwickeln. Wir sind da jetzt knappe 4 Jahre dran. Und wir haben es geschafft, diesen Anzug wirklich so hinzubekommen, dass der im Infrarotbereich nicht gesehen wird. Wow. Also thermal, wenn du jetzt mit Thermalkameras guckst, siehst du ihn, ja. Da gibt es nichts auf der Welt, was er schützt. Aber mit Infrarot siehst du ihn nicht. Und wir haben selbst geschafft, die Ventile so hinzubekommen. Und es gibt schon eine Nachfolgegeneration, die haben wir noch ein bisschen abgeändert. Die konnten wir jetzt hier zum Boot leider nicht vorstellen. Die sind nicht ganz fertig geworden. Da ist dann auch hier oben das Neopren zum Beispiel auch in diesen Tarnmuster gedruckt. Und und wenn du dann komplett siehst, ich kann euch das nochmal hier zeigen. Wir haben hier, es gibt da verschiedene Tarnmuster dazu. Also einmal, das ist zum Beispiel Wüste oder Beach. Dann gibt es das Tarnmuster in Dark, Green, es gibt es in Arktik. Und so hast du die Möglichkeit, wenn du jetzt mit diesem Anzug in einem Terrain tauchen würdest, wo die Farbe eben nicht optimal wäre für die Tarnung, dann gibt es aus diesem Material Überzüge, so wie hier. Und die ziehst du über den kompletten Tauchanzug drüber. Und dann könntest du mit dem weißen Zeug in der Arktik tauchen und könntest damit nicht aufgeklärt werden. Wow, super. Und hat der Name der Anzug? Oder ist er noch ein? Also das Ganze läuft unter dem Namen Ghost Hood. Ghost Hood? Ghost Hood, so hat Matthias das genannt. Die Eigenentwicklung, die wir jetzt gemacht haben, des Tauchanzugs, aktuell habe ich noch keinen Namen dafür. Aber wir können ihn in Kürze in Serie fertigen. Und wir haben auch sehr viele Leute jetzt schon hier gehabt von verschiedenen militärischen Einheiten. Ja. Ob Israel, Indien, dann Korea war hier und die haben sehr, sehr großes Interesse und jetzt wollen wir mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Ja, super. Ne? Zu beziehen wo? Wo kann ich den kaufen? Also das ist die Firma Dynamic Nord.
wenn man das hier oben sieht. Ja. Und unter diesem Label werden diese Anzüge dann auch vertrieben. Ja. Und mein Chef macht dann im Prinzip die Besprechungen. Ich bin zuständig für den gesamten militärischen Markt und Behördenmarkt. Und wenn jemand Interesse hat, soll sich an die Navec Nord wenden. Dann kriege ich die Informationen auf den Tisch und ich bearbeite das dann. Alles klar. Super. Danke. Ja, vielen Dank. So. Also das ist dieser besagte Überanzug, von dem ich sprach, der eben in diesem 3D-Tarnstoff gemacht ist. Ja. Wenn du mal guckst, der hat also keine glatte Oberfläche, sondern der hat diese Erhebungen, die werden bei 140 Grad gebacken. Und dadurch kriegst du diese Knicke da rein und dadurch nimmst du die komplette Kontur des Menschen. Also wenn du das Ding anhast und dann, wenn du mal guckst hier... Wie so ein Gilly, ja? Genau. Ja. Und hier im Kopf, oben am Kopf sind solche Sachen noch angebracht. Ja. Die nehmen dadurch, siehst du nicht sofort die eigentliche Kontur des Kopfes. Ja. Und wenn du dann damit komplett eingedeckt bist, plus das Tauchgerät, würdest du nicht mal mehr erkennen, dass der ein Tauchgerät voll auf der Brust trägt, weil das so diese Konturen nimmt. Ja. Und wenn du dich dann irgendwo hinlegst, bist du wirklich schwer aufklärbar. Wir haben das ausprobiert, wir haben das auch vermessen alles. Das funktioniert sehr, sehr gut. Also auch für Schwimmangriffe gut geeignet, ne? Ja. Ja. Und das ist ja das, was ich auch in letzter Zeit immer wieder vermisst habe, ist, dass das Tauchen in den schwarzen oder im Camo schon gemacht wird, im schwarzen Neopren. Aber so die Silhouetten vertuschen eher gar nicht mehr. Und früher hat man sich halt wirklich Tarnnetze rübergelegt oder sich vom Bundeswehr-Tarnnetz was rübergelegt, um die Silhouette des Kopfes beim Peak auch zu verstecken. Ganz genau. Und deswegen haben wir auch diese Zipfel da oben drauf gemacht. Ja. Und schwarz ist sowieso kontraproduktiv. Das Total. Heißt, wenn du mit einer Infrarot... Nachtsichtbrille guckst und da hat einer einen schwarzen Taucheranzug an, das ist, als wenn einer eine Lampe anmacht, du bist so hell, ich kann dich sofort aufklären. Ja. Deswegen verstehen wir das nicht, wir kriegen auch hier mal wieder Leute hin, die wollen fürs Militär schwarze Anzüge. Dann sage ich, das funktioniert nicht, das ist dummes Zeug. Und wenn du denen die Bilder dann mal zeigst, wenn du das mit der Kamera mal aufgenommen hast, dann gucken die mich immer an und sagen, das gibt's ja gar nicht. Ja. Ne? Also von daher, das hat wirklich eine Top-Tarnwirkung. Ich denke, da wird es in naher Zeit auch noch ein paar neuere Farben geben. Mhm. Es gibt auch was jetzt für den urbanen Bereich, sind sie gerade dabei am Entwickeln. Und die arbeiten auch unter anderem gerade mit Rheinmetall zusammen, die das für die Fahrzeuge als Tarnung nehmen. Ah, super. Also das Zeug hat sich in Deutschland schon relativ gut durchgesetzt, muss man wirklich sagen. Sauber. Ja. So, mehr habe ich jetzt auch nicht. So, Freunde, ein richtig cooler Messetag geht zu Ende und ich hoffe, es hat gefallen. Es war einiges dabei, was euch auch interessiert hat und wir sehen uns beim nächsten Mal. Clemens.